Andi Schmid bringt Kinderbuch auf den Markt. Uros Zorman wird Co-Trainer der slowenischen Nationalmannschaft. Andi Wolf offenbart das Verhältnis zu Pekela. Staffan Olsson, schwedische Handballlegende, übernimmt als sportlicher Leiter die Nationalmannschaft der USA. Das und mehr jetzt bei Handballpuls. Andi Schmid bringt ein Handball-Kinderbuch auf den Markt. Das Buch Mein Sprungwurf schrieb Schmid für seine Söhne. Bei Andi Schmid hört sich das so an. Mein erstes Kinderbuch. Vor mehreren Monaten fragte mich mein Sohn nach einem Kinderbuch über Handball. Nachdem ich nichts Passendes fand, habe ich selbst begonnen, eine Geschichte zu schreiben. Mein Sprungwurf. Ein Buch über Respekt, Fairness, Freundschaft und den besten Sport der Welt, Handball. Zum Vor- und Selberlesen. Das Buch könnt ihr über seine Webseite www.andischmid-kinderbuch.com bestellen. Viel Spaß beim Lesen. Uros Zorman wird neben seiner Tätigkeit als Co-Trainer bei Vive Kielce zusätzlich noch Co-Trainer bei der slowenischen Nationalmannschaft sein. Zorman selbst hat jahrelang als Kopf der Mannschaft die slowenischen Farben vertreten. Zorman attestiert damit den umstrittenen Trainer Veselin Vujovic. Andreas Wolf offenbart das Verhältnis zwischen Pekela und ihm im Sky-Interview. Das Champions League-Los wollte es so, dass der frühere Kieler Andreas Wolf am ersten Spieltag nach Kiel muss. Wolf schnappte sich einen Punkt und berichtete im Sky-Interview, dass Pekela und er keine beste Freunde seien. Anlass zu dieser Aussage gab die Aktion von Pekela. Pekela hatte versucht, Andreas Wolf den Ball aus der Hand zu schlagen, sodass es kurzzeitig zu Gerangel gekommen ist. Andreas Wolf sagte weiter, dass er nicht wisse, was die Aktion solle, aber man wüsste ja, dass Pekela und er nicht die besten Freunde seien. Der verdutzte Sky-Reporter fragte zur Sicherheit nochmal nach, ob Pekela und er wirklich keine Freunde sind, beziehungsweise ob etwas vorgefallen sei. Die Antwort von Wolf sah wie folgt aus. Die Fernsehbilder geben das Verhältnis ganz gut wieder. Andreas Wolf führte weiter aus, dass Pekela und er ein professionelles Verhältnis haben, aber nicht miteinander ein Bier trinken gehen würden. Nach der Beschreibung des Verhältnisses fand Wolf aber auch lobende Worte für Pekela und bezeichnete ihn als Qualitätsgewinn für die Zebras als auch für die Nationalmannschaft, sodass Wolf froh ist, mit ihm in der Nationalmannschaft zusammenzuspielen. Im Netz wurde heiß diskutiert, ob man im Fernsehen das Verhältnis mit einem Mitspieler aussprechen muss. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Aktion von Andreas Wolf findet. Staffan Olsson, früherer Handballprofi beim THW Kiel, wird als Leistungssportdirektor bei der Nationalmannschaft der USA einsteigen. Das Olympische Komitee der USA präsentiert Staffan Olsson und der Geschäftsführer der USA, Barry Siff, führte aus, dass Staffan eine Fülle an Erfahrung und Wissen mitbringe, welches das USA-Handballteam dringend benötige für seine Spieler und Talente. Staffan Olsson äußerte sich wie folgt dazu: Ich freue mich, mit den Sportlern, Trainern und den Mitarbeitern bei USA-Team Handball zu arbeiten. Das ist ein sehr spannender, neuer Schritt für mich und ich werde mit vollem Engagement die Herausforderungen, die mit dieser Aufgabe verbunden sind, angehen. Das waren die Daily News aus der Welt des Handballs, präsentiert von Handballpuls. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da, falls dir das Video gefallen hat.